habe ich mir gedacht, gut, hier ist mal zum Arbeitsamt. Dann bin ich zum Arbeitsamt hin und da hat die vom Arbeitsamt zu mir gesagt, ja, sie würde sich nicht wundern, dass ich keine Arbeit kriege, ich wäre viel zu aggressiv. Da habe ich zu ihr gesagt, sag mal, hast du Pisse im Kopf oder was? Das stimmt überhaupt gar nicht. Wo bin ich denn aggressiv, oder? Kann doch ja nicht sein. Frechheit! Und da hat die zu mir gesagt, ja, ich müsste mal so einen Anti-Aggressionskurs machen. Ich sage, sag mal, hast du nicht mehr alle Latten am Zaun? Ich sage, vorher kippe ich mir irgendwie eine Flasche Tabasco über meine Hämorrhoiden, bevor ich zu so einem Anti-Aggressionskurs gehe. Sag ich, das mache ich nicht. Und dann hat sie gesagt, doch, ich muss so einen Anti-Aggressionskurs machen, ansonsten würde ich kein Geld mehr kriegen. Da habe ich gedacht, gut, geh's hin, ich nächsten Tag Volkshochschule, bis zu 20 Uhr, kommen darin in den Raum 20 Assis und Schläger um mich rum. Da habe ich mir erstmal gefragt, was soll ich denn hier? Da habe ich da gestanden, dann kam die Kursleiterin, Kursführerin darf sie ja nicht mehr sagen. Ja, die kam dann, nein, wer? Wer? Die kam dann rin, stellte sich so in die Mitte. Ja? So, wie soll ich die, na warte. Ja? Hallo? Kennt ihr so Weiber, die so, ja, hallo? Hüstchen, Hüstchen, Hüstchen. Und sie dann so, ja, hallo? Mein Name ist Irene. Das ist altgriechisch und bedeutet die Friedliche. Jetzt stellt ihr euch mal bitte vor. Ich sage, ja, schönen guten Tag, mein Name ist Cindy. Das ist deutsch und heißt Geh mir nicht auf den Sack, Friedliche! Dann sagt die, pass auf, dann sagt die zu mir, ja, Frau Cindy, ich weiß, wo ihr Problem ist. Sie versuchen ihre Unsicherheit durch Aggression zu kompensieren. Ich sage, pass auf, Mäuschen, ich versuche meine Faust in deinem Gesicht zu kompostieren. Da sagt sie, nein, das machen wir jetzt nicht. Bevor wir mit allem anfangen, machen wir als erstes erstmal eine Atemübung. Dazu gehen wir in den Schneidersitz. Gut. Zwei von der restlichen Truppe haben mir erstmal geholfen, in den Schneidersitz zu kommen. Die haben mir mal kurz in die Kniekehle getreten. Habe ich gehockt. In der Zwischenzeit habe ich gedacht, sag mal, bin ich eigentlich beim chinesischen Staatszirkus oder was? So, da haben wir alle in der Mitte gesessen und sie dann so, ja, wir machen jetzt, bevor wir anfangen, über verschiedene Dinge zu diskutieren und zu reden, als erstes erstmal eine Atemübung. Einatmen, ausatmen, einatmen. Oh, das war mir zu langweilig. Da habe ich mir eine Kippe angesteckt, der Ninge. Einatmen, ausatmen. So, dann ging es aber weiter mit Irene. Irene sagte dann, ja, im Umgang mit Menschen müsst ihr mehrere Regeln beachten. Regel Nummer 1, bevor ihr reagiert, immer erst bis 5 zählen. Gut, die Hälfte der Klasse kickte mich an, so, ich kann nur bis 3. Sie dann aber weiter. Regel Nummer 2 ist, bevor ihr reagiert, immer miteinander reden. Und da muss ich dazu sagen, da hat sie wirklich recht gehabt. Man steht auch gerne oftmals an der Bushaltestelle, oder? So mit Messer an der Halsschlagader. Weißt du, und sagst so, ach Mensch, ja, willst du mich abstechen? Ach, super. Und sonst, ja. Geht's dir gut? Was macht die Familie? Alles klar. Wo wart am Urlaub? Du, wenn du zustehst, kannst du so machen, dass der Anzug nicht ganz so dreckig wird vielleicht. Und Irene. Also, und Irene dann wieder, ja, und wir werden jetzt alles mal anhand von einer Diskussionsrunde üben. Wir diskutieren jetzt mal alle zu dem Thema, sollte man in geschlossenen Räumen rauchen? Und ich so, ja, Irene, und sie so, nein. Ich so, doch, Irene, sie so, nein. Ich so, doch, Irene, sie, nein. Ich so, okay, 1, 2, 3, 4, 5. Gut, Irene, weil du bist 6, 7, 8, 9, 10. Gut. Ah, gut. Irene braucht jetzt eine neue Brille. Und ich hatte immer noch keine Arbeit und bin da wieder weg. Ich habe mich so darüber aufgeregt, weil die Olle vom Arbeitsamt und über Irene, ey, bin glatt von Hartz IV und Hartz V gerutscht und hab mir gesagt, das klappt nicht so mit der Arbeit, wisst ihr?